Na also, geh doch. Warum denn nicht gleich so? Und wie ihr es euch sicher denken könnt, können wir jetzt mit den Lichtpfeilen auch diese hässlichen Blöcke verschwinden lassen. Bomben. Zora. So, Geld bringen uns gerade nichts, weil wir voll sind. Ich hätte vielleicht vorher die größere Geldbörse holen sollen. Ich habe jetzt auch beschlossen, ich werde das ganze Geld offscreen sammeln. Zumindest ein Teil. Weil ich glaube, wir haben gerade mal 1000 Rubine auf dem Konto. Und ich will euch nicht antun, dass wir da den ganzen Tag nur rumrennen, 5 Parts lang nur rumrennen und Geld sammeln. Das will ich euch beim besten Willen nicht antun. So, wir haben jetzt 9 Stück. Okay, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In Raum 4. Die da hier war das. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Klasse, schon einen Fehler gemacht. Also wir haben die in Raum 3. Ach, die, da war das dann. Genau, die war das, die wo da oben erscheint. Wenn wir von Raum 9 rauskommen, kommen wir in Raum 4. Gut, dann passt's. Dann haben wir jetzt 9 Stück, dann fehlen ja nur noch 6. Neun, 10, 15? Ja doch, 6 Stück, habe ich mir noch gedacht. Weil jetzt müssen wir den Felsenturm ja umdrehen. So. Gut, 1 Stunde 4 aufgenommen. Müssen wir mindestens noch 1 Stunde machen. 1 Stunde 4, das sind gerade mal 3. Ach. Das sind gerade mal 3 Parts. Das reicht nie im Leben. Ja, komm, hoppsa. Hier eine Fee, da müssen wir den umgedrehten Schalter dann aktivieren. Und die da müsste an der Decke, müsste das an der Decke sein. Ja, ist gut. Nein. Dankeschön. So, da drüben ist ein Schalter, den können wir erst aktivieren. Wir haben ja jetzt alles... Ja, doch, wir haben jetzt eigentlich alles gemacht, was wir machen können. Und manches können wir dann erst machen, wenn der Tempel umgedreht ist. Und dann müssen wir ihn nochmal umdrehen. Ach du Heiliger, dann müssen wir ihn nochmal umdrehen. Um das Ganze zu machen, was wir nur jetzt machen können, aber noch nicht gemacht ist. Oh nein, ist das eine Arbeit. Also, der letzte Tempel ist wirklich richtig, richtig, richtig kacke, aber deswegen ist er auch so genial. 411 GB, gut. Dann brauchen wir wieder den Goronen und den Zora. Den Zora und den Goronen.
So, zurzeit ist ja gar kein Minecraft mehr. Ah, so, muss mal wieder ganz kurz gehen. Zurzeit gibt's ja gar kein Minecraft, sondern Portal. Und Portal 1 habe ich ja schon fertig. Das habe ich nach einer Stunde schon fertig. Nach einer Stunde schon fertig. Es. Okay. Alles klar. Ich habe jetzt nämlich gerade was auf Facebook gelesen. Ja, ich bin halt schon wieder Facebook. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht Facebooken, sondern ich wollte jetzt nur mal meine ganzen Hintergrundfenster zumachen. Weil mich das jetzt einfach irritiert. Und ja, da habe ich jetzt was gelesen. Okay, da komme ich jetzt wirklich schon ins Grübeln. Ich sage jetzt natürlich nicht was. Könnte ich eigentlich, ich meine, ich sage sowieso grundsätzlich keinen Namen. Den ganzen Mist haben wir jetzt hier nur gemacht, dass ich da vorne drauf ballern kann, ohne runterzufallen am besten. Bleibt das hier so? Weil, Moment, ich mach mal hier kurz eine Speicherung, grundsätzlich, dass nicht wieder was abkackt. Dann gehe ich mal ganz kurz nach Unruhstadt, um die 200 Rubine einzusammeln, falls wir noch mehr um die 200 Rubine einzuzahlen, falls wir noch mehr bekommen. Und ich glaube, dass wir noch mehr bekommen, dass wir die alle einsammeln können. Dann habe ich nämlich schon mal weniger zu tun. Ja. Bin ich übrigens. Ja, okay. Okay, ich sag's jetzt einfach. Ich finde es ein bisschen dumm, dass es keinen Geld-Cheat gibt. Ah. Aber ich bin ja sowieso kein Cheater, es sei denn, dass mich was sowas von ankotzt und mir sowas von auf die Nerven geht. Dann ist es wirklich das. Das ist wirklich das allerletzte Mittel cheaten bei mir, aber bei Zelda ist es sowieso immer ein bisschen eingeschränkt. Wie gesagt, einen Geldcheat gibt's ja nicht. Ja. Das war wieder Skype. Ich glaube, ich werde da jetzt mal einfach auf beschäftigt gehen. So. Wir sind da überhaupt noch online. So, vom Minecraft-Server könnte ich ja auch mal was erzählen. In Zelda interessiert natürlich mal brennend. Ich glaube, ja, es könnte ja auch mal sein, dass ein paar Minecraft-Fans oder Minecraft-Spieler hier gerade zuschauen. Boah, leck. Mich am Feierabend. Oh Gott, ich gehe jetzt hier auf beschäftigt, ey. Haben die Leute denn abends nichts Besseres zu tun, als in Skype on und offline zu gehen und somit andere Leute zu nerven. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Es gibt wirklich Leute. Ist jetzt, ob das jetzt Skype ist oder ICQ oder was weiß ich. In ICQ hatte ich's auch schon und nein, ihr bekommt nicht meine ICQ, obwohl könnt ihr eigentlich. Ich bin da sowieso so gut wie nie drin. Also, wer meine ICQ-Nummer haben will, schreibt einen Kommentar. Nee, meine ich jetzt ernst. Von mir aus könnt ihr mich in ICQ adden. Es ist mir sowas von Wurst eigentlich. Ich weiß gar nicht mal, wie ich in ICQ heiße. Ich habe benutzt es schon seit. Nein! Nein! Warum nur?
Wieso müssen jetzt die blöden Abbilder weg sein? Ey, das ist doch so eine... Oh, Idiotenlogik. Ich hasse dich. Ah, Gott, ey. Ach, naja, was will man machen? So, also alles nochmal von vorne, die Prozedur. Man kann es auch nicht irgendwie abkürzen, das habe ich auch schon versucht. Dass man sich einfach bloß auf die Schalter stellt, damit die blöde Schussbahn da frei ist. Alter, was ist denn da draußen los? Ist mein Mikrofon ein bisschen zu weit weg? Hallo, hallo, Test, Test, 1, 2, 1, 2. Gut, passt. Ja, ich schaue nämlich da immer mal auf Audacity drauf. Und ja, doch, sieht gut aus, sieht gut aus. Ist ganz gut, da kann ich immer sehen, ob ich zu laut oder zu leise bin. Also Audacity ist wirklich ein geniales Programm, sag ich mal. Damit kann man wirklich klasse Sachen machen. Vor allem für einen Let's Player, finde ich, ist das unverzichtbar. Es ist erstens mal... Hey cool, unser Corona-Bild hat Tätowierungen. Genial, das habe ich noch nie gesehen. Das fällt mir heute erst auf. Ha! Cool. Wow. Lag. Was wollte ich? Ach so, ja. So, nochmal kurz. Speichern. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich erzählen? Genau. Es gibt Leute in ICQ und Skype, die gehen ständig online, offline, online, offline, blüb, 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 die ganze Zeit. Ich mache grundsätzlich immer die Geräusche an, dass ich höre, wenn jemand online kommt, weil ansonsten kommt jemand online, beziehungsweise schreibt mich an, und ohne Geräusch, weil ich selten nach die Skype schaue, oder in meine Taskleiste schaue, und die Musik ist jetzt richtig ätzend geworden, die läuft jetzt auch irgendwie rückwärts oder so. Okay, das ist mir ein bisschen zu knapp. Deswegen setze ich mal gerade die Hasenohren auf. Ups. Steht alles auf dem Kopf. Vor allem der Himmel steht auch auf dem Kopf. Das finde ich auch sowas von mega. Einfach nur genial gemacht, ey. Felsenturmtempel gedreht. So, dann machen wir hier erstmal die Kiste auf. Das wäre dann nämlich diese Fee hier. So, dann Raum Nummer 5. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Da geht's nicht weiter. Da, what? Da war Magie. Genau. Ja. Ich hoffe einfach nur inständig, dass mein anderes Livestream-Info-Video auch so oft gesehen wird und dass ich wirklich ein paar Zuschauer habe, weil ich hab die ganze Zeit Angst gehabt, oh mein Gott, was ist, wenn das keiner sieht? Da hast du 1-2 Zuschauer, für 1-2 Zuschauer einen Livestream zu machen, da komme ich mir auch ziemlich, ziemlich albern vor. Wenn ich dann hier am Computer sitze und sehe, oh Gott, 2 Zuschauer, die müssen auch denken, was ist das für eine? So, und ui, wir haben jetzt Himmelsluft hier anscheinend. Okay. Brauchen wir den guten alten Deku. Den Goronen, den Zora und den
Deku. So. Was zum Geier? Hoch. Bis an die Decke. Hilfe! Da hinten ist ein Schalter, da hinten ist ein Schalter, da hinten ist ein Schalter. Da komme ich ran, da komme ich ran, da komme ich ran. Da komme ich ran, da komme ich nicht ran, da komme ich nicht ran. Doch, da komme ich ran. Sehr gut. Bumm. Jetzt geht das Feuer aus. Das Feuer, der geht aus. Gut, muss ich hier... Mies. Vom Deku können wir übrigens auch ein Abbild erstellen, aber es macht nicht wirklich so viel Sinn. So. Weil ich gar schön da bin. So. Ah, der hat gesessen. Und der hat auch gesessen. Und der hat auch gesessen. Kannst du vielleicht mal die Kamera irgendwie drehen? Dass ich zum Beispiel was sehe, wo ich hinfliege, wäre das... Na toll. Ah. Dankeschön. Das ist aber nett von dir. So. Hey, kommst du her? So, das wäre dann die hier ebenfalls nach dem Drehen. Gleich das Rumgebrüll von dem so nötig. Auch irgendwie lustig. Was fehlen uns jetzt eigentlich noch an Ausrüstung? Uns fehlen noch zwei Gegenstände, sehe ich gerade. Das war jetzt dein Todesurteil, Junge. Das ist gut, ey. Du kannst auch mal einen Gang runterschalten. Mann, Mann, Mann. Sowas. So. Ich hoffe, dass die jetzt nicht auch auf den Kopf kommt. Egal, wir müssen mindestens den Tempel noch zweimal drehen. Nein, die kommt sogar hier. Ich glaube, da muss ich gerade mal umblättern. Ja, da ist er. Da ist der Tempel gedreht. Da ist der gedrehte Tempel. Sehr gut. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Einen kleinen Schlüssel. Den stecke ich in die Schüssel. Ja, der war schlecht. Okay. Lass mich mal kurz nachdenken. Das hier war Raum 3. Du in Raum 3, Alter. Was laberst du mit Raum 3? Ach du Heilige. Ich kapier gerade gar nichts mehr jetzt irgendwie. Moment, das hier ist Raum 1. Und in Raum 2 bekommen wir den Schlüssel. Das hier ist Raum 5. Ich bin überfragt jetzt gerade. Da wird's gerade irgendwie überhaupt kein Durchblick mehr. Am besten wir machen einfach unser... Wir ziehen einfach unser Ding hier irgendwie durch. Ohne uns groß Gedanken zu machen. Aha. Okay, wir haben den Sonnenschalter hier noch. Wenn man keinen Plan hat, einfach wild drauf zuspielen, das ist...
Ja. Genau, aber wie gesagt, wir müssen den Tempel mindestens noch zweimal drehen. Einmal, um jetzt die Fee hier zu holen und einmal, dass wir dann zum Endboss können. Also zweimal müssen wir den Tempel noch drehen, da kommen wir nicht drum herum. Die Frage ist, habe ich jetzt hier alles schon abgegrast? Hier ist immer noch eine Truhe. Hier, genau hier im Knick. Im Knicki, Wiggy. Was ist denn die da unten? Moment. Natürlich, ach, jetzt weiß ich, welche das ist. Das ist die hier, die wusste ich genau. Das ist die, wo auf dem Kopf war, wo es da zu dem behinderten Gang reingeht. Ja, toll, wie soll ich da ankommen? I see, I see. Was? So. Nein. Ja, warum? Alter, warum kann ich da jetzt nicht durch? Das ist mal wieder eine Zelda-Logik. Ey, das ist mal wieder so eine typische. Ja, das ist mal wieder so eine typische Zelda-Logik, ey. Ja, fall halt noch runter, oder? Dann können wir noch eine Stunde wieder darauf klettern. Ah, das macht mich jetzt gerade wieder so an. So, jetzt aber.